jetzt hier im Pokalfinale gegeneinander, aber haben natürlich international schon öfters gegeneinander gespielt, das ist klar. Aber immer was Besonderes. Spiel eigentlich die Kontrolle über das Spiel hat. Ja, aber das ist, ja, das ist die höchste Anspannung. Man sieht es auch schon, wie heiß schwer für Patrick Franziska. Aber diese Bälle braucht er öfters. Ein schlechter Rückschlag von Christian Karlsson. Und er ist dann, steckt vielleicht auch noch in den Beinen drin. Also ja, wirklich ein spannendes Spiel, muss ich sagen. Also, Christian Karlsson präsentiert sich im ersten Satz. Die Mannschaft eine gute Rolle zu spielen. Ja, qualifiziert hat er sich über seine Erfolge, über seine tollen Ergebnisse. Acht beide. Unnötig. 1-0. Auf den Punkt gebracht, das ist das, was er dann auch braucht. 2. Da viel Wert drauf legen. 4. Wie ich schon gesagt habe, Körpersprache bei Christian Karlsson ist immer positiv, egal wie es steht. Er ist 7. Immer dabei. Das Spielen, das ist entscheidend. Also im ersten Satz zum Schluss hat er mir sehr gut gefallen, Patrick. 16-14, Satz für Franziska. Irgendwie holt er ihn sich, diesen zweiten Durchgang. Kann, aber es ist alles offen. Prognosen kann man eigentlich seriöserweise nicht wirklich wagen. Also der Mann in Rot ist Karlsson. 0-1. Der Satzgewinn war wichtig. Und jetzt hat er die Chance, 1-3. Ich bin eigentlich auch sehr, zum Beispiel im ersten Satz. Dann Aufschlag, Weltmeisterschaft, da wollen wir ja Weltmeister werden. Aber natürlich gibt es Spieler, die alle irgendwo da rein wollen und ja, hab da kein Problem mit. Ja. Wir sind Europameister geworden mit der Führung. Da sieht man nochmal, wie schnell das so gehen kann, wie schnell ein Tischtennissatz vorbeigehen kann. Das heißt, noch ist Knaller zur Rückhand und dem gegenüber Christian Karlsson, ich sage es gerne nochmal, dem amtierenden Doppel gegen das Top-Duo aus Südkorea. Zurück zu diesem Spiel. 0-2 Rückstand aus Sicht von Karlsson. 1-2. Erfolgreich für Düsseldorf dann auch spielen. Und was in dem Verein wichtig ist, Vereinsphilosophie. 6-3. Vielleicht die größte Stärke von Franziska, diese Peitsche als Rückhand. Ja, ich sehe gerne bei ihm die Vorhand. Dann bin ich, da weiß ich, da kommt ein guter Ball. Rückhand ist, so wie du gesagt hast, eine mega Waffe. Aber er macht Saarbrücken in Führung zu gehen. Rückhand. 9-4. Möglicherweise hier tatsächlich mit einem 0-2 Rückstand in das nächste Match gehen. Und Patrick Franziska bald die Faust. Es ist vorbei, es ist geschafft für ihn. Also Franziska gewinnt gegen Karlsson gleich.